Lindsay Vonn, gestern mit Rang 5 im Riesentorlauf, hat sie einmal mehr ihre technischen Qualitäten unter Beweis gestellt. Im Slalom allerdings erst einmal Punkte als Achte in Flachau. Aber auch da geht die Formkurve steil nach oben. Und im Flachen ist sie schnell. Das kann sie. Ähnlich wie Hürfenwisch fährt sie da im Flachen eine gute Beschleunigung, aber jetzt war sie ein bisschen gerade an. Jetzt hat sie den Schwung etwas abgestochen, jetzt fehlt das Tempo. Aber trotzdem schon. Ah, 26 Hundertstel, eine gute Zwischenzeit ja. Für Lindsay Vonn. Die hätte ganz vorne sein können. Hätte vermutlich auch ein bisschen Vorsprung gebraucht auf Marlies Schild oben. Kann sich jetzt noch was holen? 37-13. Ja, verliert weiter. Super, aber sie orientiert sich. Jetzt ist sie in dem Bereich etwas zu weit vorne gewesen. Sie orientiert sich ja nicht an Marlies Schild. Sie will ja nur möglichst viele Punkte mitnehmen. Es wäre vermessen für sie zu sagen, jetzt möchte ich Schild schlagen. Kämpft sich durch. 55er Zeit. Geht sich aus. Super. Eine Sekunde Rückstand und damit einen Rang nur hinter Maria Hüffel-Riesch. Nur um 900stel. Auch Patrick Rimmel, dem österreichischen Cheftrainer des OS-Ski-Teams, wird ein Great über die Lippen kommen. Hüffel-Riesch und Lindsay Vonn, beide mit schwerem Fehler. Schau, da sieht man den, wo sie etwas zu weit vorne im Oberkörper war. Und die zwei sind gefährlich auf Stockerl, weil im zweiten Durchgang fehlerfrei runterfahren und dann sind sie wirklich Kandidatinnen für ganz nach oben. Knappe zwei Zehntel fehlen nur auf dem Podestplatz, also da kommt von hinten der Express, das weiß auch die Führende.